Da sind wir schon wieder. Willkommen zurück beim Tankstellensimulator. Mittlerweile mit Waschanlage. Und wir haben schon wieder einen Kunden hier. Der möchte, dass wir sein Auto waschen. Warum ist hier ein Stau? Achso, ja. Ah, ist nicht so dreckig, oder? Also wenn die 150 Dollar bezahlen, ist das schon eine Menge, Menge Kohle. Man kann auf jeden Fall sehr viel Kohle machen anscheinend hier mit der Waschanlage. So, was mich natürlich noch interessiert. Oh, ist schon fertig. Okay. Was mich natürlich interessiert ist, ob wir hier nicht einen Angestellten für die Waschanlage einstellen können. Kerl, sind die alle ungeduldig hier. Oh, wir haben gar keinen Angestellten hier für die Tankstelle gerade. Dann müssen wir das halt selber machen. Ja. Jawohl, so. Mülleimer leeren. Das ganz, ganz normale Chefleben hier. Wir müssen die Mülleimer sauber machen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um. Ja, weiß ich nicht, Samuel. Achso, wir bezahlen jetzt. Wir bezahlen jetzt erstmal die ganzen Mitarbeiter. So, Samuel. Du sollst tanken. Okay. Kraftstofflieferung neben der Tankstelle. Ja, wir sind ja dabei, oder? Hä? Okay. Dann haben wir halt jetzt erst aufgedreht. So, einmal kurz. Durchgewischt hier, durchgefegt. Na. Oh, Zeitung haben wir auch. Genau, Snacks. Machen wir einfach alles voll. Hatten wir denn noch irgendwas? Teddys hatten wir schon drin. Okay. Ja, ein paar Getränke vielleicht. Hier, was? Was Gesundes. So, jetzt interessiert mich natürlich die Tankstellen. Oha, Wasserdruck. Autowäsche Level 1. Ja. I, da schwimmt ja irgendwie ein Müll drin. I. Wasserdruck 459 bis 1000. Keine Ahnung. Für 1500 können wir das Ding aufleveln. Errungenschaft. Carwash Level 2. Okay. Oh, hier ist keiner an der Kasse. Dann machen wir das selber. Guten Tag, die Dame. Oh, ja, das geht heute umsonst. Sehen Sie, wenn der Chef selber kassiert, wird das nichts. Ja, wenn der Chef, das tut mir echt leid. Oh, da müssen wir die Amelie anrufen. Amelie, ich krieg das hier nicht hin. Du musst die Kasse bedienen. Und wir müssen noch einen Angestellten haben, den Monsieur, für das Auto reparieren. Okay. Die Waschanlage ist jetzt auf Level 2. Gucken wir uns das mal an. Sieht nicht anders aus. Kerl, wo waren Sie denn mit Ihr Auto? Ist ja schrecklich hier. Oh, Vorsicht, können Sie nicht mal einmal beiseite gehen hier? Ich mache Ihr Auto sauber. Sie werden ja ganz nass. Mit Ihrem tollen Anzug. Da oh, vorne noch ein bisschen.
Muss aber reichen jetzt. Ach, da oben noch. $150. Okay. Ich würde gerne mal hier runterstiefeln. Geht das? Ja. Gucken uns mal die Kloake hier an. Was ist das hier? Hier können wir nicht reingehen. Aha. Oha. Hier, muss unser Krokodil mal wieder füttern, ne? Also wir müssen anscheinend öfter mal hier sauber machen. Aha. Das Krokodil scheint ständig hungrig zu sein. Ja, cool. So, ist alles sauber hier. Was können wir denn noch hier machen? Naja, anscheinend können wir hier nichts machen. Hier ein bisschen fegen hier. Geht okay. So, was haben wir hier immer noch? Regale? Okay. Könnten wir hier nach oben auch gehen wieder? Ja, könnten wir. Oder hupt jemand? Aber hier geht's nicht mehr weiter. Aha. Hier geht's nicht mehr weiter. Hier gibt's einen Regler, den können wir nicht drehen. Okay, haben wir alles getan. Machen wir mal wieder die Tür zu. Nicht, dass das Krokodil noch kommt. Boah. Schnell den Deckel schließen. Kunde an Kraftstoff. Wird er bedient? Ja, er wird bedient. Ich sehe gerade, haben wir nicht Zigaretten gekauft? Oha, die kaufen echt viele Zigaretten hier. Oh oh. Alarm. Dennis kommt vorbei. Wir schnappen uns eine Schubkarre. Hallo Dennis. Digga, bleib mal stehen hier. Hast du... Verdammt. Nein. Ich fasse erstmal eine Schubkarre vom Kopf. Nein, jetzt ist die Schubkarre weg. Jetzt müssen wir mal schneller sein hier. Hier kriegst du einen ollen Müllsack. Kerl, ey, dass du immer noch wiederkommst hier. Guck mal, der wird da noch fast von Auto überfahren, du Vogel. So. Hier, den Müllsack kannst du mit nach Hause nehmen. So, der kommt erstmal nicht so schnell wieder. So, getankt werden kann. Jetzt haben wir hier noch einen Müllsack, der ist voll. Ja. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, was haben wir denn jetzt geändert an diese Waschanlage? Der Wasserdruck ist vielleicht ein bisschen besser geworden oder so, ich weiß es nicht. Oh. Machen wir hier vorne sauber. Haben sie gar kein Nummernschild? Brauchen die hier draußen gar keine Nummernschilder? Hinten auch nicht. Sag mal, ist die Autobahn zugelassen? Dürfen sie überhaupt damit fahren? So, jetzt mal hier auch noch. Ist ja gar kein Nummernschild hier an der Karre. Ja, alles klar, $150 im Sack. Geil. Kunde an Werkstatt. Haben wir denn noch Klamotten da? Nee, natürlich nicht. Ja, ein bisschen Zündkerzen und so, ne? Herausforderung, Kunden bedient. Ja, jetzt sind wir 2.500. Wir gucken nochmal, was Car Wash Update Level 3 kostet. 2.500, das können wir uns gerade eben leisten. Wasserdruck. Oh, man sieht keinen Müll hier drin.
Wir machen das Ding mal auf Level 3, oder? Oh, jetzt sind dann drei Schläuche dran, okay. Jetzt haben wir drei Schläuche drin. Jetzt haben wir aber auch nur noch 177 Dollar. Oh, da müssen wir mal richtig reinhauen jetzt. Das ist, ja, ist schon wieder pleite. Ja, Amelie, alles im Griff? Was hast du denn da? Achso, ich dachte, die raucht schon hier während der Arbeit. Ja, ich hätte jetzt gerne für die Werkstatt noch ein paar Sachen bestellt, aber es hat sich wohl erledigt. Was hat er denn hingeschmissen? Sag mal. Tote. Irgendwelche toten Tiere hier. Hier hat sich nichts verändert, außer dass wir drei Schläuche jetzt mittlerweile haben. So, hier streichen wir mal wieder. Dennis hat sich verewigt. Aber gut, dass wir noch weiße Farbe da haben. Okay, hier sieht alles gut aus. Hier auch. Hier, ja. Oh, wir könnten mal wieder unsere Werkstatt von außen streichen, ne? Das ist sehr, sehr blass geworden. Aber was mir gerade einfällt, ist, dass wir hier mal wieder ein bisschen sauber machen müssen. So. Hier liegt auch noch Müll rum. Okay. Haben wir sauber. An Waschanlage. Ah ja. Oh, gerne. So. Einmal beiseite. Könnte nass werden hier. Es wird feucht. Aha. Das stört sie anscheinend nicht, dass ich hier mit Wasser rumspiele. Oh, hier vorne, das ist ja auch mal 150 Dollar, geil. Alles klar, gute Fahrt. 971 mittlerweile wieder. Okay. Diese Aluhüte will anscheinend keiner haben, ne? Wir haben ja noch rote Hüte. Ach, was haben wir denn noch hier? Ach, wir haben doch alles da. Können wir noch ein bisschen Eis reinpacken? Ja. Genau, wir gucken nochmal, was wir für Level 4 brauchen. 8000 Dollar für Level 4. 8000. Das ist ja... Das ist krass, ja. Gebäck ist noch da. Getränke mal wieder nachfüllen. Okay. Ja, ja, alles cool. Kunde an Werkstatt. Ja, wir haben jetzt 1000 Dollar und ich würde sagen, die investieren wir jetzt auch nochmal in eine Lieferung von Autoteilen, Reifen. Wir stellen schon mal 10 Reifen, Autospiegel, 5. Was kostet das? 950. Ja. Bestellen wir. Kerl. So. Weiter geht's mit den Streichen. Sieht ja wieder schäbig aus hier. Sieht sehr, sehr interessant aus, diese Unterverteilung hier von dieser. Naja, was ist das hier? Ah. Hauptsache Strom ist da. Kunde an Waschanlage. Ja, ja, ja. So, wir sind schon da.
Cool wäre natürlich, wenn wir auch zwei Autos gleichzeitig waschen könnten. Oder zumindest annehmen. Wir haben ja schon wieder kein Nummernschild hier. Was ist denn mit den Leuten hier nicht richtig? Oh, hier drin auch sauber machen. Gut. Der Typ ist schon da. Machen wir ihn doch auf. Hier ist es auch schon wieder so dreckig, ne? Ich sehe gerade gar nichts. Okay. So, du hast mir ein paar Reifen mitgebracht. Mit ein paar Spiegel, ja? Das ist nett von dir. Bis zum nächsten Mal. Komm, hier können wir auch sofort streichen. Auch wenn wir gar nicht sehen, wo wir streichen, das macht nichts. So, wir gehen jetzt in die Werkstatt. 57 wieder. Oh. So, hier ein paar Reifen, ein paar Spiegel habe ich gekauft. Kein Mitarbeiter hier. Doch. Ach, da hinten ist er doch. Wir brauchen noch einen Mitarbeiter an der Tankstelle. Na. Alles klar. So, wir bezahlen unsere Mitarbeiter, selbstverständlich. Ja, du. Das wäre cool, wenn du tankst. Was ist hier nicht richtig? Amelie, was ist mit dir? Tut die Schulter schon wieder weh? Kommen wir nicht mit dem Krankenschein an. Dafür haben wir keine Zeit. Müll? Mein Gott. Wie viel Müll die hier produzieren. Unser Krokodil unten würde sich freuen. Ah, hast du denn wenigstens ein Nummernschild? Ja. Gut. Das sind richtige Apothekenpreise hier. $150 für einmal Auto waschen. Für $150 kriegt man schon fast mit Innenreinigung hier oder so. Aber gut, das Wasser ist wohl sehr teuer hier in der Wüste. Oh yeah. So, reparieren, tanken. Oh, eine Kasse brauchen wir einen. Ja. Komm, der Chef probiert das nochmal hier. Spielzeug. Oh, ich glaube, das Spielzeug ist daneben gefallen, oder? Alles klar. So, jetzt rufe ich erst einmal an hier. Nina. Nina. Bediene die Kasse, ja. Jetzt haben wir keinen mehr für Auto reparieren, ne? Sehe ich gerade. Da haben wir keinen für. Die Nina. Nee, Nina auch nicht. Oh. Wer soll denn jetzt hier Autos reparieren? Müssen wir das machen? Ja, machen wir das halt. Guten Tag. So, alle beide erstmal hochbocken. Wo ist das Problem? Reifen kaputt. Kein Problem. Wir haben so eine Universalgröße an Reifen da. Die passt an jeden Auto.
So, ein paar Kratzer entfernen. Haben wir überhaupt über so sowas da? Nö. Wir haben gar keine Kratzerentferner da. Ja, das tut mir schon mal leid. Aber Spiegel haben wir da, ne? Ja. Kratzerentferner. Hatten wir da keine bestellt? Nee. So, hier ist auch ein Reifen kaputt und ein Spiegel, ja. Schnappen wir uns erstmal einen Reifen. Oh, an der Waschanlage wartet einer. Spiegel und dann ist der schon fertig. Aber ich glaube, die Spiegel sind doch schon wieder weg. So, der ist schon mal fertig. Wir bestellen ein paar Kratzerentferner. Ja, 5 Stück. Spiegel machen wir auch nochmal 5. Und ab dafür. Oha, wie viele Autos hier sind. Guten Tag. Einmal Auto waschen. Aha. Auch ohne Nummernschild unterwegs. Ah, er ist zufrieden. Alles klar. Gute Fahrt. Was ist hier los? Okay, ein bisschen grob einmal durchfegen. Ja, wir haben das Maximallevel von der Tankstelle, von der Werkstatt und vom Lager erreicht. Okay. Fehlen halt nur noch 2 Level vom Car Wash. Was haben wir denn hier so im Level 5 hängend, stehend? Schlagzeug. Wir können ein Schlagzeug kaufen. Valentinsverstärker. Rote Rakete. Mega. Rote Chopper. Ein UFO. Boah, das ist aber mega, mega teuer, ne? Eine Palme. Oha, das sieht ja richtig cool aus. Die kaufe ich. Die möchte ich mal haben. Ich möchte mir das mal angucken. Ich bin zwar kein Typ für. Also ich habe keinen grünen Daumen, aber. So. Oh nee, oh. Oder müssen wir woanders hinstellen? Geht ja kaputt. Müssen wir irgendwo anders hinstellen. Vielleicht hier hin. Können wir das Ding denn drehen hier? Ah. Es darf auf jeden Fall nicht in den Propeller da oben rein, oder? In den Ventilator. Cool. So, wer beschwert sich hier? Keiner. Gehen wir nochmal Auto waschen. Und die Lieferung ist da, ja. Erst Auto waschen. Erst Geld verdienen. Der Typ kann warten. LKW-Fahrer ist sowieso Rentner der Zeit. Wir haben nämlich keine Zeit. Wir müssen ganz viel Geld verdienen. 8.000 Dollar brauchen wir für das nächste Upgrade der Waschanlage. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Können wir ein bisschen besser mit Spritzen hier. Oh,
Partybus ist da. Man kann es hören. Ah, hier ist noch alles dreckig hier. Okay, sind Sie mal langsam zufrieden hier mit meiner Arbeit? Das Auto ist so sauber. Ja, ja, ich bin ja schon da. Kein Stress. So, hier, in der Zeit machen wir die Wand. Wir sehen wieder nichts. So, du bringst mir ein paar Autoteile, ne? Ist richtig. In der Zeit machen wir die Wand. Gut. Kasse tanken. Oh, reparieren. Ja, da müssen wir jetzt einen einstellen, ne? Aber erst machen wir die Karre hier fertig. So. Ich habe einen Kratzerentferner da. Kunde an Kasse 7. Was ist denn noch kaputt hier? Was ist das? Ach, eine Zündkerze. Wir haben gar keine Zündkerze, oder? Doch, reichlich. Wir haben reichlich Zündkerzen. Gucken wir mal, ob wir überhaupt fähig dazu sind, eine Zündkerze zu wechseln. Wir schrauben die Zündkerze wohl rechts raus, okay. Hä? Zündkerzen sind doch kein Linksgewinde, oder? Naja. Okay, wir holen uns einen Angestellten, den Samuel, für das Auto reparieren. Schon wieder einer an der Waschanlage. Mülleimer voll, oder wie? Oh, der Müllsack ist schon mal weg. Den haben wir unterm Haus entsorgt. Und da wartet schon wieder eine Dame. Guten Tag. Einmal waschen, ja? Kein Problem. Kriegen wir hin. Das Auto sieht gleich wieder aus wie neu. Kostet allerdings $150. Da unten kommen wir schlecht dran, ne? Aber wir haben ja filigranes Werkzeug hier. Ah, jede Ritze wird hier sauber gemacht. Ja, gern geschehen. Viel Spaß damit. $3000. Mm. Also mittlerweile brauchen wir mal anständiges Personal, das hier ständig durchfegt. So, mir fällt gerade auf, dass wir die Spiegel noch gar nicht einsortiert haben. So, hier haben wir noch 5 Spiegel gekauft. Okay, das war's schon wieder von der Folge. Wir sind auf jeden Fall ein Stück weitergekommen. Sehr interessant. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir... Oder sparen wir noch ein bisschen für 8000. Damit wir uns das nächste Upgrade unserer Waschanlage gönnen können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mögt, natürlich. Gesund bleiben und so.
Bis dahin, bye bye.